Hey, mein Name ist Mara, ich bin 17 Jahre alt und bin jetzt schon fast seit 7 Monaten hier in Florida. First of all, es tut mir leid für meine Stimme. Ich bin ein bisschen heiser, weil ich diese Woche ein bisschen krank war. Aber ich hoffe, dass es im Verlauf vom Video besser wird. Ich werde euch jetzt die nächsten paar Tage ein bisschen durch mein Wochenende mitnehmen, denn ich habe 4 Tage Wochenende. Und ja, ich hoffe, euch gefällt mein Video. Es ist gerade Freitagmorgen um ca. 9 Uhr und ich bin um 10 Uhr mit meiner Kollegin zum Brunch verabredet. Aber bis dahin arbeite ich jetzt noch kurz an einem Projekt für meine Biologie-Klasse und mache mich dann nachher auf den Weg. So, ich bin jetzt mittlerweile wieder zurück und sitze gerade am Esstisch und mache ein paar Hausaufgaben, weil wir haben am Montag einen Virtual Day. Es ist ein Feiertag, es ist President's Day, aber wir holen ein paar Schulstunden nach wegen den Tagen, die wir frei hatten, wegen dem Hurricane oder wegen den Hurricanes im ersten Semester, weil irgendwie müssen wir auf unsere obligatorischen Schulstunden kommen. Wir haben keine Zoom-Calls oder so, wie man das von Covid-Zeiten kennt, sondern wir haben einfach Aufgaben bekommen. Deswegen kann ich dir gerade schon ein bisschen vorarbeiten, damit ich das dann nicht am Montag erst machen muss. Und ich habe gerade Zeit dafür, deswegen. Hey, es ist jetzt mittlerweile schon Samstagmorgen und ich bin schon an meinem Kunstprojekt am Arbeiten. Auf jeden Fall habe ich gestern nicht mehr viel gefilmt, weil ich nur noch Netflix geschaut habe, deswegen. Und heute ist, glaube ich, so ein bisschen der gemütlichste Tag, weil ich habe absolut nichts vor. Ich mache ein paar Schulsachen fertig, wie mein Kunstprojekt. Und sonst läuft da eigentlich echt nicht viel. Und ja, ich habe jetzt im zweiten Semester Kunst. Und da machen wir jetzt gerade unser zweites Kunstprojekt. Und das ist mit Wasserfarben. So sieht es bis jetzt aus. Es ist noch nicht fertig. Don't judge. Aber das ist eine Berglandschaft. Das ist so in der Schweiz, by the way. Und davor ist ein See, wo der Berg dann reflektiert wird. Ich bin noch nicht fertig, wie man sieht. Aber ich bin gerade dabei, das Wasser zu zeichnen. Und darum geht es in diesem Kunstprojekt auch. Um Wasser. Ich mache das jetzt mal so weit fertig, wie es geht. Ich warte gerade, bis es ein bisschen trocken ist und dann mal schauen, was ich nachher noch mache. So, I'm bringing this gift for her, like sushi and cookies. And then she told me, no, I already ate, I can't take that. So, she's not accepting my sushi and she's not accepting my cookies, guys. This happens when you try to do something sweet once in your lifetime. Es ist jetzt mittlerweile schon 9 Uhr abends und wie ihr gesehen habt, ist vorhin noch meine Freundin hier auf einmal aufgekreuzt und wir haben dann noch ein bisschen geredet und zu meiner Verteidigung. Wir haben das Sushi und die Cookies gegessen. Die nächsten 2 Tage läuft dann ein bisschen mehr als jetzt die letzten 2, also es wird ein bisschen spannender. Ich musste auch viel vorarbeiten, damit ich die nächsten 2 Tage nichts mehr für die Schule machen muss und mich darum nicht mehr kümmern muss. Deswegen, ihr könnt euch freuen, es wird lustig und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Guten Morgen, es ist jetzt schon Sonntag und ich habe mich schon ready gemacht fürs Golfen und ich würde sagen, wir gehen gleich los und dann schauen wir mal, wie gut die Golfstunde heute läuft. Ich bin jetzt hier im Golfplatz und ich habe jetzt eine Golflektion für 1 Stunde. Ich glaube nicht, dass ich da filmen kann, aber mal schauen. Und ich finde es noch etwas zu früh, deswegen warte ich hier gleich noch ein bisschen. Ich würde sagen, ich melde mich dann wahrscheinlich nach der Golflektion wieder. Isabella, you want to say something? Okay, I think it's gonna take 35 minutes to get fired. Wir sind jetzt hier gerade im Park und haben vorher Tacos gemacht. Und jetzt laufen wir kurz zurück zum Auto, um unsere Sachen ins Auto zu machen. Und dann gehen wir noch da. Hier ist irgend so ein Festival, keine Ahnung. Und dann gehen wir da noch ein bisschen durch, machen irgendwelche Attraktionen und da mal schauen.
gerade bei meiner Freundin zu Hause. Wir sind nach diesem Festival, wo wir auf einmal waren, zurückgekommen und wir gehen jetzt noch wahrscheinlich ins Kino. Es ist noch nicht 100% sicher, aber wahrscheinlich. Da nehme ich euch natürlich auch mit. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen fresh gemacht und ich denke, dann gehen wir gleich los. Ich bin jetzt wieder zu Hause, wie ihr sehen könnt. Es ist Montag abends um 6 Uhr und ich gehe jetzt gleich Abendessen mit meiner Gastfamilie. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und es war ein bisschen ein authentischer Vlog, was ich so an meinem verlängerten Wochenende gemacht habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.